Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es ist die englische Woche in der dritten Liga. Tippt doch wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir schauen einmal kurz auf die Partien, dann auf die Tabelle und dann kann es eigentlich schon losgehen. Der KFC Uerdingen am Dienstag gegen Unterhaching, Würzburger Kickers gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Der erste FC Kaiserslautern empfängt den FC Ingolstadt, der FC Kaisers-Jena die Eintracht aus Braunschweig. Das letzte Spiel am Dienstag ist dann Hansa Rostock gegen Bayern München 2. Am Mittwoch dann der Chemnitzer FC gegen den SV Meppen, der MSV Duisburg gegen Preußen Münster. 1860 München spielt gegen den FSV Zwickau, Magdeburg gegen Waldhof Mannheim und zu guter Letzt Viktoria Köln gegen den Halleschen FC. Schauen wir also noch kurz auf die Tabelle. Braunschweig auf Platz 1, Ingolstadt auf Platz 2, beide jeweils mit 6 Punkten. Dritter ist Kaiserslautern, dann folgt Preußen Münster, Zwickau auf Platz 5, Viktoria Köln 6. Danach Unterhaching, Duisburg, dann Würzburg und Uerdingen. Die zweite Tabellenhälfte führt der Hallesche FC an. Danach folgt der FC Bayern München 2, Waldhof Mannheim auf Platz 13, Chemnitz 14. Rostock ebenfalls 14. respektive 15. 16. der TSV 1860 München, 17. Magdeburg, 18. Meppen, 19. Jena und 20. Groß-Asbach. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß beim Zuschauen. KFC Uerdingen gegen Unterhaching, die erste Partie. In einem wirklich dramatischen Spiel konnte sich die Spielvereinigung Unterhaching mit 5:4 gegen die Würzburger Kickers durchsetzen. Der KFC Uerdingen hingegen musste gegen Bayern 2 die erste Pleite hinnehmen. Springen wir in die Partie. Die Spielvereinigung hier spielbestimmt zu Anfang. Heinrich gegen Königshofer nochmal gegen Königshofer. Und das hätte hier in der Frühphase der Partie schon die Führung sein können, vielleicht sogar müssen. Stark von Königshofer. Doch kurz vor dem Seitenwechsel auch die Krefelder gefährlich nach vorne. Rühle testet Mantel, der noch patzte beim Spiel gegen die Kickers. Ging er ins Dribbling, verlor das Duell und ließ sich so einen einschenken. Zweiter Durchgang. Stahl mit dem Befreiungsschlag. Schimmer und dann geht's über Kraus zu JP Müller. Gute Ballmitnahme und dann läuft er dort allen davon und markiert das 1:0. 54. Spielminute, die Gäste in Front, kalte Dusche für die Gastgeber. Doch sie spielt nun auch konstruktiv nach vorne. Konrad, Rühle, Rodriguez und der Ausgleich nur 7 Minuten später. 61. Minute, Roberto Rodriguez visiert das lange Eck an und trifft perfekt rein. Nun wollten sie das Ganze hier drehen. Aigner, Konrad und Großkreuz, Rühle, wieder Rodriguez. Nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Nun nochmal die Spielvereinigung. Heinrich, starker Ball auf JP Müller. Die rechte Seite leicht verweist. Der legt in die Mitte zu Maximilian Kraus. Und der macht in der 71. Spielminute das spielentscheidende 2:1, Königshofer aus kurzer Distanz geschlagen und somit verlieren die Krefelder zum zweiten Mal in Folge. Unterhaching hingegen bleibt weiterhin ungeschlagen. Die Würzburger Kickers müssen dieses Trauma gegen die Spielvereinigung Unterhaching erstmal verdauen und jetzt kam am Dienstagabend die SG Sonnenhof Groß-Asbach in die Flyer-Alarm-Arena. Die Gastgeber hatten hier die bessere Anfangsphase. Pfeiffer mit dem ersten Schuss, Reule mit dem Ball, aber ganz einfach zwischen den Handinnenflächen. Sonnenhof Groß-Asbach noch ohne Punkt und hier mussten sie auch dann dieser 1:0-Führung von den Würzburger Kickers ins Auge blicken. 41. Minute, Kaufmann mit der Flanke, Luca Pfeiffer am zweiten Pfosten schießt das Ding ein. Die Elf von Michael Schiele hier klar die bessere Mannschaft. Hegel mit dem Ballverlust, Schuppan passt auf, Gnase, Hegele zu Gnase. Trifft dann aber nur das Gestänge des Tores. Ein 2:0 hätte hier sicherlich schon die Vorentscheidung bedeutet. Nun einer der wenigen Angriffe
der Asbacher über Hingerl mit der Flanke. Hansen und Gnase, der mit dem Fehlpass. Brünker setzt sich durch und macht den Ausgleich. So kennt man die Groß-Asbacher. 67. Minute, eiskalt aus den wenigen Möglichkeiten das Maximale herausholen. Schlussphase. Um alles in der Welt hier diesen Sieg einfahren. Die Würzburger Kickers, aber zu glücklos. Breitkreuz nochmal aus der Drehung. Nicht so einfach zu verarbeiten. Und so bleibt es am Ende bei dieser Punkteteilung. Groß-Asbach holt den ersten Punkt, wird damit sicherlich zufrieden sein. Für die Kickers ist das eher zu wenig. Der erste FC Kaiserslautern ist genauso wie sein Kontrahent am Dienstagabend, der FC Ingolstadt, noch ungeschlagen. Und dementsprechend war es auch ein kleines Duell der perfekt reingestarteten Mannschaften. Und die Frage, würde jemand davon seine weiße Weste beschmutzt sehen? Die erste Möglichkeit hier für Stefan Kutschke, doch kein Problem für Lennart Grill, diesen zu zentral getretenen Ball zu parieren. Nun auch die Roten Teufel, heute in Dunkel auftretend mit einer Angriffssituation. Pick und Bachmann, der nimmt sich ein Herz und Buntic hat damit Probleme. Geht auf Nummer sicher, wehrt den Ball zur Seite ab und somit weiterhin 0:0. Zweiter Durchgang, die Schanzer mit diesem Fehlpass. Gimba in den Fuß von Bachmann, der schickt dann Christoph Hämlein und der läuft dann allen davon, hat die Ruhe und hämmert das Ding ein. 58. Minute, die Führung nach einer knappen Stunde hier für den ersten FCK. Die prompte Antwort sollte her. Kutsch gelegt raus zu Maximilian Wolfram. Und da ist Gauss mitgekommen. Ex-Lautra. Doch aus zu spitzem Winkel und aus zu großer Distanz ist es zu wenig Kraft, der auf diesen Ball ausgewirkt wird. Und somit keine Gefahr. Schlussphase nochmal Kaiserslautern. Immer wieder gute Entlastungsangriffe. Bachmann. Starke steckt gut durch zu Timmy Thilo und der macht alles klar. 86. Minute, das 2:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Damit starten sie mit 7 Punkten rein. Sehr gute Bilanz. Die Ingolstädter hingegen müssen damit die erste Pleite hinnehmen. Der FC Carl Zeiss Jena ist wirklich schlecht hier in diese Saison gestartet. 0 Punkte stehen da und Eintracht Braunschweig ist das Kontrastbild dazu. 6 Punkte, alles richtig gemacht. Und so zeigte sich das hier auch. Die gelb gekleideten Gäste mit der ersten Chance. Joe Coppens hat aber erstmal keine große Mühe, den zu parieren. Nun nach einer Standardsituation mal etwas Gefahr. Der FC Carl Zeiss Jena nicht sonderlich kreativ im Spiel nach vorne. Das ist Hamann mit dem Abschluss. Der ist noch leicht abgefälscht. Kein Problem für Fejsic. Im ersten Heimspiel war Jena gar nicht so schlecht, aber zwei Eigentore von Marian Saar sorgten dort für die Pleite am Montagabend vor einer knappen Woche. Vom Seitenwechsel dann tatsächlich die Gastgeber etwas stärker. Fejsic nochmal. Kann er aber parieren. Zweiter Durchgang. Was war mit Braunschweig los? Wieder der FC Carl Zeiss Jena. Gabriele zu Bock. Fejsic ist wieder zur Stelle. Wäre ansonsten aber auch abseits gewesen. Wir sehen es in der Wiederholung. Das ist eine deutliche Situation. Nun die Braunschweiger Löwen. Proschwitz verlängert den Ball und Jena hat den Ball eigentlich sicher. Kircher mit dem Fehler. Bär passt auf. Kubilanski und Proschwitz. Der aber etwas überhastet. Nochmal Braunschweig. Wiebe zu Martin Kubilanski. Und natürlich Martin Kubilanski. Knappe 10 Minuten vor dem Ende erzielt er das Tor des Tages. Wunderbare Drehung, platzierter Abschluss, keine Chance für Coppens. Braunschweig holt 9 von 9 möglichen Punkten. Der FC Hansa Rostock ist spielerisch
durchaus schon positiv aufgefallen, aber man steht mit einem Punkt da und gegen die Münchner Amateure ist das nicht unbedingt ein einfaches Unterfangen, zumal die Bayern zweite, ja, den Dreier gegen Uerdingen geholt hat. Erstmal aber Pascal Breyer für die Gastgeber hier mit der guten Chance. Früchtel passt aber auf. Nach diesem Eckstoß dann Öztürk mit dem Kopfball, der aber auch knapp vorbeigeht. Weiterhin also 0:0, doch Hansa Rostock konnte durchaus gut gefallen. Im zweiten Durchgang dann die zweiten Bayern auch mal etwas besser. Kehren und Schabani, wieder Kehren. Fried, Schabani und Fried, immerhin mal ein Abschluss. So richtig gefährlich wurde es aber zu selten. Deswegen eher die Kogge aktiv und mit den auffälligen Aktionen. Eckball von der rechten Seite, Adam Strait kommt auch ran. Da ärgert er sich selber, aber der war nicht wirklich einfach zu nehmen und das sieht man dann im Endeffekt auch. Der geht relativ deutlich am Kasten vorbei. Und Hansa Rostock auch im Konterspiel durchaus gefällig. Öztürk, Pepic, Hildebrand und Breyer. Wieder Hildebrand, der hat nochmal die Übersicht. Sieht, dass Früchtel etwas zu weit vor seinem Kasten steht und das rächt sich auch fast. Der fängt den Ball dann aber ab. Nochmal eine Aktion, kurz vor dem Ende. Ballverlust, Dajaku passt auf. Batista Meier legt in die Mitte. Dajaku kommt aber gegen Adam Strait nicht durch. Und wir sehen, das ist eine ganz wichtige Szene. Ansonsten wäre das wohl der Treffer gewesen. So bleibt es torlos beim 0:0. Rostock weiterhin ohne einen Sieg. Bayern hat hier 4 Punkte nach 3 Spielen. So, damit ist der Dienstag abgehandelt. Uerdingen gegen Unterhaching 1:2, Würzburg gegen Sonnenhof Groß-Asbach 1:1, Lautern gewinnt 2:0 gegen Ingolstadt, Jena verliert 0:1 gegen Braunschweig und Rostock gegen Bayern 0:0. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht es jetzt weiter mit den Mittwochspartien, weiter erstmal mit Chemnitz gegen Meppen. Der Chemnitzer FC wachte zu spät auf gegen Viktoria Köln und somit verloren sie mit 3:2, wobei es am Ende wirklich noch knapp war und der Punkt für die Chemnitzer fast drin gewesen wäre. Nun der SV Meppen, der mit einem Punkt dasteht, hier nach vorne erstmal nicht ungefährlich unterwegs. Düker mit dem Abschluss, Jakubow kann den Ball aber halten. Nun die Himmelblauen nach vorne unterwegs. Über Daniel Frahn, der nach muskulären Problemen wieder dabei ist. Tarsis Bonga, Daniel Frahn und so wichtig, dass der wieder dabei ist. 16. Spielminute, 1:0 für die Gastgeber. Der nickt das Ding ein. Gute Übersicht von Tarsis Bonga. Und Domaschke ist aus kurzer Distanz dann geschlagen. Doch der SV Meppen nicht die schlechtere Mannschaft. Tankulic, Piosek und Düker mit dem Ausgleich. 23. Minute, das ging so auch in Ordnung. Jakubow ist noch fast mit den Fingerspitzen dran. Wieder Tarsis Bonga jetzt auf der anderen Seite. Komenda verlängert unglücklich und 2:1 kurz vorm Seitenwechsel. Die Freude war groß an der Gellertstraße. Und Daniel Frahn wieder zur Stelle. Im zweiten Durchgang wollte Meppen wiederum ausgleichen. Über Kleinsorge und Jeska Szewski wird das Spiel auf der rechten Außenbahn angetrieben. Tankulic mit dem Ball in den Orbit. Nun zog sich das Spiel etwas. Chemnitz machte das clever, kam nochmal zu dieser Chance und zu diesem Treffer. Marcelo Freitas in der 75. Minute macht mit diesem 3:1 alles klar. Die Chemnitzer nach ihrer Rückkehr mit dem ersten Dreier der Saison und der SV Meppen hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Der MSV Duisburg musste jetzt mal eine Pleite hinnehmen, im zweiten Saisonspiel schon gegen Mitabsteiger FC Ingolstadt. Gegen Preußen Münster waren sie erstmal die bessere Mannschaft und
wollten dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Krempitzky zu Daschner, kein Problem erstmal für Schulze-Niehus. Die Preußen ja wirklich gut in die Saison gestartet, mit 4 Punkten durchaus erfolgreich und zufriedenstellend. Wieder die Zebras. Sliskovic, Schulze-Niehus ist wieder da und fängt den ab. Der war nicht wirklich gefährlich. Nun einer der wenigen Nadelstiche von den Gästen. Schauerte, Schnellbacher und Dadaschow. Wieder Schnellbacher. 31. Minute, die Führung für die Gäste. Wie aus dem Nichts. Zweiter Abschnitt, starker Ball in die Spitze. Super von Dadaschow genommen. Und 0:2. Direkt der nächste Nackenschlag für die Gastgeber. 0:2 in der 48. Minute. Und jetzt lief die Zeit davon. Sliskovic zu Daschner. Wieder Sliskovic. Schulze-Niehus pariert. Wichtige Tat. Der Anschlusstreffer hätte jetzt den Meiderichern nochmal richtig gut getan. Aber Schulze-Niehus hatte was dagegen. 90. Minute. Noch das später 1:2. Daschner, Sliskovic, nein. Es war ihnen einfach nicht mehr vergönnt. Sie waren wirklich nicht die schlechtere Mannschaft, doch es haperte in der Chancenverwertung und somit müssen sie sich mit 0:2 geschlagen geben. Preußen Münster grüßt mit 7 Punkten weit oben aus der Tabelle. Der TSV 1860 München spielte gegen Braunschweig nicht schlecht, musste sich dann am Ende aber knapp mit 2:1 geschlagen geben. Eine gelb-rote Karte gegen Felix Weber spielte da sicherlich eine gewisse Rolle. Gegen den FSV Zwickau wollte man hier zu Hause den ersten Sieg der Saison einfahren. Efkan Bekirolu gewinnt den Ball. Steinhardt mit der schwachen Flanke über Umstände, der Ball zu Mölders. Oderbass ist aber dazwischen. Am Ende hat Brinkis den Ball. War übrigens kein Handspiel hier, der klare Schulterschlag. Nun auch die Schwäne. Wickamp zu Witte. Ritti Wickamp. Super von Bohnmann. Der FSV Zwickau ist ja wirklich gut reingestartet. Sieg gegen Meppen, unentschieden gegen Absteiger Magdeburg. Aber hier stand es weiterhin 0:0. Bekirolu nun aber im zweiten Durchgang mit diesem Ballverlust. Davy Frick mit diesem starken Ball. Den erreicht Miyadke in der Mitte, ist König. Und er macht das 1:0. Mustergültiger Konter. Stark ausgespielt. Und Ronny König muss nur noch den Fuß hinhalten. Den Torriecher hat er ja. Wieder so ein Fehler. Gerrit Wehkamp. Miyadke zu Ronny König. Und das lässt er sich natürlich nicht nehmen und wuchtet den Ball rein. Stunde gespielt. 2 Tore Rückstand für die Löwen. Das schmerzte jetzt richtig. Doch das konnte man ihnen wirklich zugutehalten. Sie gaben sich nicht auf. Zierreis, Bekirolo zieht in die Mitte und zieht dann selber ab. Der ist noch abgefälscht. 90. Minute, der Anschlusstreffer kommt aber zu spät. Am Ende ist es nur noch Ergebniskosmetik. Der FSV Zwickau holt hier nicht unverdient die nächsten 3 Punkte. Der erste FC Magdeburg wartet noch auf den ersten Sieg. Jetzt im dritten Spiel gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim sollte es soweit sein und dementsprechend auch die Einstellung hier der Gastgeber. Sören Bertram und Jakobsen mit der Flanke. Max fälscht die ab auf den Kopf von Christian Beck. Und der markiert in der 22. Minute den Führungstreffer. Wir sehen, Scholz ist noch dran, kriegt ihn aber nicht mehr herausgekratzt. Und die erste Halbzeit ging unterm Strich klar an die Magdeburger. Koglin, Christiansen nicht richtig dazwischen und Kostli dann mit dem guten Rechtsschuss. Jetzt ist Scholz da. Kann er wirklich sehr gut parieren.
Nun die Mannheimer mal. Coffey legt rüber zu Dos Santos. Doch Brunst passt auf. Wichtige Szene, kurz vorm Seitenwechsel. Stark durchgespielt, aber auch vom Aufsteiger aus Mannheim. Nur noch etwas zielstrebiger am zweiten Durchgang. Coffey mit der Flanke. Vaimir Süleymani setzt sich durch am zweiten Pfosten. Und erzielt in der 48. Minute den Ausgleichstreffer. Brunst aus kurzer Distanz ohne Abwehrchance. Magdeburg wollte hier den Heimdreier. Mannheim wäre wohl zufrieden mit diesem Resultat. Dos Santos dazwischen und dann wird in die Mitte geklärt. Doch Christian Beck kann es nicht ausnutzen, weil Scholz richtig gut aufpasst. Schlussphase, nur nochmal Mannheim. Süleymani mit der Flanke. De Will zu Christiansen. Coffey mit dem artistischen Einstand. Aber der führte nicht zum Erfolg. Dennoch werden die Gäste mit diesem 1:1 besser leben können. Magdeburg steht jetzt da mit 2 Punkten aus 3 Spielen. Viktoria Köln ist eine richtige Torfabrik und hat nach 2 Spielen schon 6 Tore erzielt, allerdings auch schon 5 kassiert. Das sollte man hinten sicherlich abstellen. Die Balance finden, das ist die Aufgabe gegen den halleschen FC. Die kommen aber mit einer breiten Brust nach dem Derby-Sieg gegen den FC Hansa Rostock. Drinkgut mit der ersten Möglichkeit, wird hier aber noch abgefälscht, dieser Schuss. Somit noch keine Torgefahr. Doch die Hallenser waren hier besser drauf und spielbestimmt, ließen den Kölnern keine Luft zum Atmen. Bentley Baxter-Bahn legt sich den Ball zum Eckstoß zurecht. Ristel klärt ihn erstmal. Papadopoulos macht ihn aber nochmal scharf. Jonas Niedfeld zu Bentley Baxter-Bahn und wieder Drinkgut. Doch Mesenöhler hat kein Problem, diesen Flugkopfball zu parieren. Zweiter Abschnitt. Wieder der hallische FC spielbestimmt. Drinkgut steckt zu Mast. Noch ohne Erfolg die Abschlüsse der Gäste. Doch zumindest hinten ließen sie nichts zu. Göbel, Drinkgut, Bahn. Viktoria Köln nistete sich hinten ein. Man merkte, dass sie auf die Defensive versteift waren. Drinkgut wieder. Um den drehte sich vieles, doch noch ohne Erfolg. Eckstoß für Halle nochmal. Göbel mit der Flanke. Mai dazwischen. Liegt auch für Niedfeld, aber Mesenhöhler mit dem Fehler. Wir sehen es in der Wiederholung. Bleibt da im auf dem Boden liegenden Mai hängen. Das Resultat am Ende ist nicht unverdient, aber unglücklich durch das Zustandekommen. Doch Viktoria Köln hat nach vorne einfach zu wenig getan. So, damit auch die Mittwochspartien vorbei. Chemnitz gewinnt 3:1 gegen Meppen, Duisburg 0:2 gegen Münster. Der TSV 1860 München unterliegt Zwickau mit 1:2, Magdeburg gegen Waldhof Mannheim 1:1 und Viktoria Köln verliert 0:1 gegen den hallischen FC. Schauen wir noch einmal gemeinsam auf die Tabelle, die am dritten Spieltag natürlich auch noch nicht so viel sagt, aber Braunschweig ungeschlagen, ohne Punktverlust, 9 Punkte nach 3 Spielen auf Platz 1, Lautern auf Platz 2, Münster auf Platz 3, der FSV Zwickau dahinter auf Platz 4, dann die Spielvereinigung Unterhaching, der hallische FC auf Platz 6, Ingolstadt mit 6 Punkten auf Platz 7, die Würzburger Kickers auf Platz 8, Chemnitz auf Platz 9, Viktoria Köln auf Platz 10. Die zweite Tabellenhälfte führt Bayern München 2 an mit 4 Punkten. 12. ist der MSV Duisburg. Waldhof Mannheim auf Platz 13 noch ungeschlagen, aber auch ohne Sieg. Danach der KFC Uerdingen, 15. Hansa Rostock. Der 16. Platz ist der 1. FC Magdeburg. Auf dem ersten Abstiegsrang dann 1860 München, 18. Meppen, 19. Sonnenhof Groß Asbach und am Ende der FC Carl Zeiss Jena. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme und so werden die Resultate vermutlich auch nicht laufen. Manche vielleicht schon, manche auch nicht.
Das war's aber mit dieser englischen Woche. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo nochmal da, wenn es euch gefallen hat, auch wenn ich das in der Mitte nochmal oder schon mal gesagt habe. Sorry an dieser Stelle, aber würde mich einfach freuen. So, tippt noch gerne mit. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Video und tschüss.